Hallo Pikmin-Freunde, willkommen zurück zum Tag 13 von Pikmin 3. Mein Name ist Lockerzeit und in der letzten Folge waren wir im Garten der Begegnung und haben dort die restlichen drei Früchte eingesammelt. Und nur ein paar Notizen gleich dazu, weil wir schon dabei gewesen sind. Und heute habe ich mir vorgestellt, dass wir in die Eisöde der Verwirrung gehen und dort so viel einsammeln wie möglich. Auf jeden Fall ein kurzes Gespräch. Auf diesem Planeten gibt es wirklich reichlich Nahrung. Das stimmt. Vielleicht könnten wir einfach weiter hier leben? Das ist keine schlechte Idee. Brittany, ich bin sicher, wir beide könnten hier glücklich werden. Halt! Die Bewohner von Coppei verlassen sich auf uns. Wir müssen uns auf die Mission konzentrieren. Es tut mir leid, Captain. Verzeihen Sie mir bitte meinen Ausbruch. Klar doch. Und hey Louis, wie geht's dir da oben? Er schwebt doch herum. Na gut, landen wir mal. Und sehen uns das Ganze von unten an. Denn es gibt doch so einige Früchte, die hier ein bisschen schwerer sind als wie andere und manche sind leichter und ja, schauen wir uns das Ganze einfach an. Auf jeden Fall, da haben wir noch ein Pikmin von ewiger Zeit, der hat da ganz gemütlich überlebt. Und heute würde ich sagen 20 solche. Dann brauche ich noch 70 solche und 10 solche. Und dann müssen wir, glaube ich, aufteilen. Und die 20 würfel ich mal. Ah, das Ohren auch falsch gekommen, aber okay. Sollte schon passen. Denn dieser Gegner muss dran glauben. So, passt schon. Und mit Alf können wir jetzt den Gegner schon mal abtransportieren. Denn blaue werde ich noch sehr viel brauchen. Das weiß ich. Auf jeden Fall haben wir da ein paar Barrieren und ein paar Gegner, die wir noch nicht bekämpft haben. Das ist ein Wasserpflitzer. Oder zwei Wasserpflitzer. Da haben wir einen Wasserklößling, den wir auch ganz einfach drauf schmeißen, unsere Pikmin, und schauen, wofür das, was so alles geht. Und da haben wir noch weitere Wasserklößlinge. Und irgendwas ist da gerade gestorben. Ist das zu gegangen? Oh, der Wasserklößling hat ihn gegessen. Deswegen. So, schon viel besser. Auf jeden Fall transportieren wir mit dem Wasserpikmin mal alles ab, was so irgendwie im Wasser herumsteht. Und ja, ich glaube, das war's dann auch schon. Und der Rest darf sich um das da kümmern. Sehr gut. Dann mit Brittany. Die Brittany darf schon mal die Pikmin wieder einräumen. Und ja, die auch. Für vorerst halt. Und Captain, den brauche ich. Denn es gibt da was Besonderes, was ich noch unbedingt haben muss. Und der Gegner stört mich da gerade. Aber okay. Denn dort oben, da wo ich gerade versucht, dass ich Captain hinauf befördern könnte, aber nicht so gut funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Jedenfalls Brittany, ist es ausgegangen? Nein. Denn da oben ist eine Notiz, die ich unbedingt haben will. Geht es aus? Oh, sehr gut. Oh, knapp. Und danke für die Notiz. Und auf derer stehen Geheimdaten drauf. Die Nummer 4. Sehr interessant. Auf jeden Fall, jetzt wo dies erledigt ist, kann ich mit Brittany, die ja vorher zum Glück nichts mehr ausmacht, schick mal's wieder zurück. Und die Pikmin, die was da sind, die lasse ich mal drinnen. Übrigens, in der letzten Folge habe ich ausprobiert, wie es aussieht, wenn ich
Ich sag mal, dass ich jeweils 100 von einer Sorte nehme und die dann, ja, mit einem Ultra Motivierspray ausrüste. Und ganz ausgegangen ist es eben nicht, eben die blauen und die Flügelpikmin fehlen noch für das. Also wenn ich mal an einen anderen Tag Zeit habe, dann wird das so passieren. Auf jeden Fall, da haben wir einen Bambuszaun und einen Haufen Pikmin. Und das geht sich ganz genau aus, dass wir das aufheben können. Leider müssen wir die Pikmin stehen lassen. Und da haben wir Eier. Okay. Eier. Aber zuallererst schaue ich nochmal ganz kurz nach, was dort in dem Gebiet ist. Ah ja, das ist die Höhle. Okay. Und da schaue ich schon wieder zurück. Denn da sind Eier. Und da will ich ein Pikmin haben. Oh, und da ist ein großes, böses Ding. Oh Gott. Okay, das sieht gefährlich aus. Schauen wir mal, was passiert. So. Und wie viel Pikmin heute draufgehen, weil den Gegner im Speziellen mag ich überhaupt nicht. Da kann man nicht klar gegen den Gegner. Nicht gut wird. So, das passt dann. Oh, da sind ein paar gestorben. Oh nein. Auf jeden Fall wieder zentrieren. Und, diese Dinger, die Gelenke da, da wo die Haare da sind, die müssen wir zerstören. Und wenn alle Gelenke weg sind, so wie jetzt, dann können die Pikmin den, ja, ich sag mal Kopf angreifen. Kopfklage trifft es am besten. Und der Grund, warum ich nur Wasser mitgenommen habe, ist, ja, eh ziemlich offensichtlich. Wegen einem Wasserweg da. Und hoffentlich geht es in dieser Runde aus. Ich glaube, es kann sich ausgehen. Ja, perfekt. Und das war's auch dann schon fürs zottelige Langbein. Jawohl, perfekt. So, dann würde ich sagen, alle, was irgendwie nichts zu tun haben, bewegen das. Und dann suche ich mal die ganzen Pikmins um, weil die haben sie jetzt alle so irgendwie verstreut. Das passt mir nicht. Außerdem das Rote, das kann man einsammeln und das geht dann direkt für Ultra-Motivier-Sprays. Das sind schon fertig zubereitete. Und ich glaube, sonst in dem Gebiet gibt es eh nichts. Also, na, schaut nicht so aus. Den Pikmin nehme ich noch mit und dann können die beiden schon wieder nach Hause schauen. So. Und der Captain. Oh, Captain hier. Darf schon mal mit Fels-Pikmin arbeiten. 27, das sollte eine gute Zahl sein. Alle mit Blume, sehr schön. Und da schaue ich schon mal in diese Richtung. So. Da sind ein paar hängen geblieben und das passt. Ja, yeah, passt mir gar nicht. Na gut. So, jetzt habe ich alle 27. Und dann muss ich schon mal weiter schauen. Auf jeden Fall haben wir hier. Mache ich mal den Rest rein und ich glaube, ich brauche noch mehr Felspikmin. Und ja, der Rest wäre eine Mischung. Also ungefähr so sollte das passen. Ja, da glaube ich ist gut. Klasse. Ach Gott. Klasse. Oh, ich glaube, meine Kollegen graben gerade die restlichen Pikmin aus, was mir gerade überhaupt nicht passt. Aber ich kann nicht allzu viel dagegen machen, also bleibt mir nichts übrig. So, da gingen schon mal die Fels-Pikmin drauf, auf den Gegner, und ich glaube, das war ziemlich perfekt.
und hilft. Wenn wir schon da sind, sammeln wir mal alles ein, was nur so irgendwie geht. So, drauf da. Wer noch nichts zu tun hat, geht auch drauf. Passt. Und ja, haben wir halt doch alle ausgegraben. Also ausgegraben, geerntet. Ja, wird schon passen. Auf jeden Fall schicke ich die beiden schon mal in die Höhle zurück. Ich glaube, es ist eh kein Gegner auf dem Weg, also schicken wir einfach. Denn da in diesem Kristall ist noch Friss. Noch eine Frucht und die würde ich auch gerne haben. So, ansonsten schaut das Gebiet relativ gut aus. Außer wenn ich jetzt den ignoriere. Das, was ich vorerst mal machen werde. So, dann habe ich noch sehr, sehr viele Fels-Pikmin da. Aber wo sind die restlichen Früchte? Da haben wir eine, da ist eine und da braucht man Wasser-Pikmin. Wasser und Flügel optimalerweise. Also, nehmen wir uns mal die Wasser raus und... na, pur Wasser. Sollte passen. Und hier sind wir schon da bei unserem Kristall und holen wir uns das raus, was da drinnen ist. Das ist eine Kiwi oder so. Sehr gut. Okay, und da haben wir dann noch so ein Ding. Das, was uns jetzt leider noch in der Farbe präsentiert wird, aber ein paar Pikmin schauen dabei auch raus. Also passt es schon irgendwie. Hey du, geht's dir gut? So. Da zerstöre ich das einfach noch, weil ich es kann. Aber da ist leider keine Notiz drinnen, deswegen schicke ich diese beiden Freunde schon mal in diese Richtung. Ja, sollte passen. Und der Captain. Oh. Gerade nicht, dass es dazu da haben. Na gut. Und ein paar Pikmin sind jetzt dazugekommen. Die tun wir gleich weg und für blaue austauschen. Denn man kann nie genug haben. So, sind sie alle da? Sehr gut. Dann schicke ich schon mal den Captain da lang. Und dann mit denen beiden schaue ich mal, dass sie die Gegner da vernichtet. Und perfekt. Und bevor ich den zurücktrage, hole ich mir den auch noch ganz schnell. Und in dem Fall muss ich es werfen, weil sonst könnte das problematisch werden. So, auf jeden Fall. Die tragen schon mal den zurück und die blauen tragen den zurück. Das sollte dann passen. Dann, das ist schon erledigt worden? Ja, ist schon. Und ich frage mich gerade, was da oben ist. Deswegen werfe ich mal die rauf und ein paar Pikmin. Sollte passen. So viel braucht man nämlich da nicht, denn da ist eine gekrönte Kugelbeere. Die, was natürlich zurückgetragen gehört. Und eine Rutsche. Schön. Und da oben sind noch ein paar Pikmin, die ich gerne haben würde. Aber leider nicht erreichen kann. Na gut, hilft nichts. Und dort drüben haben wir auch noch eine Frucht. Und du musst leider da warten, weil sonst stirbst man. Das wäre nicht so schön. Auf jeden Fall, da haben wir auch noch eine Frucht, die natürlich sofort eingesammelt wird. Ein Gelbsaurier in dem Fall. Und einige Pikmin sind gerade unbeaufsichtigt irgendwo. Heißt, ich schicke schon mal Brittany zurück.
Der Captain darf schon mal. Ah, sie um den da kümmern. Und die Frucht da. Ja, geht durch. Schauen wir mal, was da passiert. Und mit Alf schicke ich schon mal zu den Flügelpikmin, die was da warten. Brittany ist eh gerade auf dem Rückweg, passt genau. Und da muss das noch dringend transportiert werden, das passt dann auch. 34 sind unterwegs. Wenn ich schon da bin, kann ich die Lehmwart auch gleich zerstören. Glaube ich jetzt. Auf jeden Fall, die Pikmin nehme ich auf jeden Fall mit. Und dann schaue ich schon mal, wo ich noch überall hin muss. Ja, vielleicht geht es aus. Auf jeden Fall, schauen wir mal. 43, das ist nicht gut. Ich schaue mir mal ganz kurz um. Aber es schaut nicht so aus, als hätte irgendwo was Gröberes vergessen. Heißt, ich warte jetzt einfach, bis das der Tag sein Ende findet. Und zack, sollte passen. Und da, sehr gut. Wo? Da. Und, geht sich das aus? Ah, gerade nicht. Dann ist das eine Aufgabe für morgen. Und da gehe ich lieber zuallererst in Deckung, dann schicke ich ihn rüber. Dann schaue ich darüber zum Captain. Und das kümmert die mich dann morgen. Drei sind übrig geblieben. Und die drei sind da. Ja, schade. Die kann ich leider schwer einsammeln und bleibt mir nichts über, als wie zurückzulassen. Aber ich glaube, das war für heute eine recht ordentliche Ausbeute. Und schauen wir uns das Ganze mal von unserer Fruchtsammlung, von unserem, was sagt man, Raumschiff aus an. Von der Drake. Denn wir haben heute, wow, das schaut nach 8 Früchten aus, sind aber tatsächlich nur 6. Denn das Sternimitat ist eine zweiteilige Frucht, wie wir das bereits schon wissen. Außerdem, ein Sternimitat haben wir, glaube ich, auch in der letzten Folge bekommen. Und wer sich die auch angesehen hat, der wird sich nur erinnern, dass diese Frucht ganz genau zwei Saftrationen hergibt. Dann haben wir hier eine Bitterpomme. Auch eine, ja, Frucht, die was erst vor kurzem neu gesammelt worden ist. Aber mir gefällt die grüne Farbe sehr, sehr gut und sehr schön. Dann haben wir da eine verkleidete Delikatesse. Und wenn mir jetzt nicht alles täuscht, ich schau gerade. Na, das ist eine neue Frucht. Die haben wir noch nie eingesammelt. Yep. Und wir haben mittlerweile schon 45 Rationen und hey, da geht schon was weiter. Und ja, wieder nur so ein Spritzerl und eine gekrönte Kugelbeere gibt es auch noch. Und das schaut so aus, als wäre das die letzte ihrer Art auf diesem Planeten. Naja, nicht direkt, aber so in etwa. Und, ja, 3 von 3. Weiter geht's mit dem Gelbsaurier. Einer der ersten Früchte, den wir überhaupt eingesammelt haben. Ich glaube, das war eben im Garten der Begegnung, wo wir zum ersten Mal zusammenarbeiten haben müssen. Und als letztes gibt's noch ein Saftkissen. Das, was saftig ausschaut. Aber, ja. Schauen wir mal, welche Farbe das hier gibt. Ja, so gelblich, okay. Und das ist auch die letzte ihrer Art. Heißt, es geht schon was weiter. Außerdem
Insgesamt gesammelt haben wir jetzt, glaube ich, 40 von 66 Früchten. Dann lassen wir uns es mal schmecken. Ah, da kriege ich direkt schon einen Durst. Na gut, unsere Vorräte müssten noch ein Weilchen reichen. Und das war's auch schon für Tag 13. Kurze Zusammenfassung, gestorben sind 32, 35 in der Nacht. Die meisten waren da. Und ja, ich glaube, es kann jeder beurteilen, wo das war. Ja, hilft nichts, das ist schon eingerechnet worden. Weil am Schluss sind wir dann doch wieder auf 551 draufgekommen. Also, das passt schon. Auf jeden Fall gibt es heute den Tagesbericht vom Captain Charlie. Wir haben heute viele Pikmin verloren. Lasst uns der Kameraden gedenken, die für uns kämpften und ihr Leben ließen. Ich werde mich wohl nie daran gewöhnen, Kameraden zu verlieren. Doch dürfen wir nicht in Kummer versinken. Lasst uns hier und heute das Bestmögliche aus unserem Leben machen. Das schulden wir allen, die bis jetzt durchgehalten haben. Von Captain Charlie. Na gut, Charlie. In Gedenken an unsere Pikmin-Freunde sage ich bis zum nächsten Mal zu Pikmin 3. Fertig.